In Deutschland wurden laut dem Robert-Koch-Institut bislang 2,3 Millionen Bürger gegen Corona geimpft. Knapp die Hälfte davon erhielt bereits die zweite Impfdosis. Bislang wurden überwiegend Senioren geimpft. Virologin Melanie Brinkmann befürchtet, dass mit der steigenden Zahl der Geimpften auch der Wunsch nach Lockerungen immer größer wird und die Politik zu voreilig nachgeben könnte. Das Worst-Case-Szenario? Das Coronavirus verteilt sich samt seinen Mutationen unter den jungen, noch nicht geimpften Menschen. Die Folge? Eine dritte Welle. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach glaubt nicht, dass die Politik nachgeben würde und erklärt auch, welche weitreichenden Folgen dieser Schritt für zukünftige Infizierte haben könnte. Also ich glaube, dass wir das nicht machen werden, wenn die 80-Jährigen geschützt werden, dass wir dann sagen, okay, jetzt können wir es frei laufen lassen, dass wir dann in der Politik sagen würden, okay, die anderen können es bekommen. Das wäre schon deshalb nicht zu erwarten, weil ja auch diejenigen der mittleren Altersgruppe oft sehr gravierende, bleibende Schäden zurückbehalten. Also all diejenigen, die irgendwo zwischen 50 und 70 sind, werden auf jeden Fall, wenn sie Begleiterkrankungen haben, also sehr häufig schwer erkranken. Viele werden auch sterben, aber auf jeden Fall werden sehr viele, die nicht sterben, bleibende Schäden zurückbehalten. Das will natürlich niemand. Und selbst bei den Jüngeren ist Long-Covid ein großes Problem. Wir haben sehr viele jüngere Leute unter 50, die noch immer mit den Konsequenzen, mit den Schäden aus der ersten Welle kämpfen und wo jetzt auch langsam die Hoffnung schwindet, dass es nochmal weggeht. Also wir haben sehr viele chronifizierte Fälle, wo wir jetzt langsam sagen müssen, okay, das ist jetzt 7 Monate her, das wird nicht mehr wesentlich besser werden. Das wird so sein wie bei SARS-1, wo wir das ja auch gehabt haben, wo die Schäden eben nicht mehr weggegangen sind, sondern auch nach 10 Jahren noch bestanden. Daher werden wir das überhaupt nicht riskieren können, hier zu sagen, die 80-Jährigen sind geimpft, jetzt brauchen wir nichts mehr zu tun. Und ich sehe daher diese Gefahr nicht. Über die Langzeitfolgen von Covid-19 gibt es bislang noch wenig gesicherte Erkenntnisse. Erste Studien weisen allerdings darauf hin, dass ein erheblicher Anteil der Infizierten auch nach überstandener Infektion noch unter Symptomen leidet. Im Focus Online-Interview erklärt Infektiologe Christoph Spinner, welche Erkenntnisse es bisher zu Long-Covid gibt. Es gibt jetzt die ersten Untersuchungen zu genesenen Covid-19-Patienten, die auch nach längerer Zeit noch über Symptome klagen. Es gibt unterschiedliche Häufigkeiten von jedem zweiten bis hin zu etwa jedem zehnten. Ich glaube, hier wird es entscheidend darauf ankommen, auch noch größere Studien zu verfolgen. Verschiedene Symptome bleiben nach überstandener Covid-Erkrankung und natürlich unterscheidet sich der Symptomkomplex, der bleibt, ob jemand auf einer Intensivstation behandelt wurde oder ob jemand eben nur milde und moderate erkrankt war. Sehr häufig taucht dabei vor allem das Symptom der Abgeschlagenheit, aber tatsächlich auch Depressionen und Angstzustände auf. Bislang ist insbesondere in den großen Studien schlecht untersucht, welche Erkrankungen zuvor schon bestanden, also was wirklich direkt durch Coronavirus verursacht wurde, was vielleicht auch durch einen langen Intensivaufenthalt verursacht wurde oder was eben auch davor schon bestand. Insofern ist die Frage heute gar nicht so einfach zu beantworten. Unstrittig ist allerdings eindeutig, dass ein Teil der Patienten auch nach längerer Abheilungsphase der Covid-19-Erkrankungsphase über Symptome klagt.